Liebe Pfarrangehörige, verehrte Gäste, vielfach haben Menschen zu mir in diesen Tagen gesagt, Ostern fällt dieses Jahr aus. Ja, keine gemeinsamen Gottesdienste seit Wochen. Die Karwoche mit dem Palmsonntag, dem Einzug Jesu in Jerusalem. Gründonnerstag, das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Karfreitag, Jesus stirbt am Kreuz. Und schließlich die Feiern der Osternacht mit dem Osterfeuer und der brennenden Osterkerze, die in die dunkle Kirche hineingetragen wird. Alles ausgefallen. Ostern fällt in diesem Jahr aus. Nein, Ostern kann und wird nicht ausfallen. Denn Ostern, die Auferstehung zum Leben mit Gott, geschieht gerade jetzt, in diesen außergewöhnlichen Zeiten, wo die ganze Weltengemeinschaft vom Coronavirus betroffen ist. Nichts ist und wird mehr so sein wie vorher. Ja, genauso wie an jenem ersten Osterfest, wo für die Jünger Jesu nichts mehr war wie vorher. Und gerade in dieser sinnlosen, traurigen, ausweglosen Situation dürfen sie dem Auferstandenen begegnen und spüren. Er ist bei uns, in Freude und Leid, im Leben und sogar im Tod und darüber hinaus. Diese Erfahrung lässt sie wieder leben und zuversichtlich hoffen. Das Licht und die Freude dieser Osterbotschaft möge uns allen, gerade auch in diesen dunklen und schwierigen Zeiten, Zuversicht und Hoffnung schenken. Ich bitte Sie auch, nutzen Sie diese Zeit der österlichen Tage, um in der Familie gemeinsam zu beten und zu feiern. Ostern kann und wird auch in diesem Jahr nicht ausfallen. Und so dürfen wir Ihnen allen eine kleine österliche Freude bereiten. Mit einem Orgelkonzert in außergewöhnlichen Zeiten auf diese Art und Weise per Videoclip. Herzlichen Dank unserem Organisten Cosmas Fruth, Christian Hühner für die technische Umsetzung. Stimmen wir jetzt ein in das freudige, österliche Ehre sei Gott in der Höhe. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Ein ermutigender Ostergedanke von Pater Martin Löwenstein. Vertrauen in Gott bedeutet, alles zu tun, wozu Gott uns die Kraft und den Verstand gegeben hat. Nicht zu verzagen, weil wir handeln müssen, ohne alles zu berechnen, abschätzen und wissen zu können und doch das eine zu wissen, dass alles in Gottes Händen liegt. Hoffen auf Gott bedeutet nicht der naive Optimismus, der auf der Illusion basiert, es werde schon alles wieder gut. Hoffnung bedeutet vielmehr, sich der schwierigen Aufgabe zu stellen, in mir den Blick wach halten, dass alles, was geschieht, in der Tiefe einen Sinn hat, weil Gott in jedem Atemzug mir entgegenkommt und sogar über den letzten Atemzug hinaus. Gott lieben bedeutet, in allem, was geschieht, sich tragen lassen von seiner Liebe. Verehrte Pfarrangehörige, liebe Gäste, mit einem Ostersegen möchte ich Ihnen
alles Gute wünschen, Gottes Segen, den österlichen Segen und den österlichen Frieden. Das Osterfeuer vertreibe deine Dunkelheiten und das österliche Licht erhelle deine Wege. Die Botschaft von der Auferstehung erwecke dich zu neuem Lebensmut und lasse die Hoffnung in dir wachsen. Die Bitte der Emmaus-Jünger, Herr, bleibe bei uns, gebe auch dir Mut, Jesus so zu bitten. Der Zweifel der Apostel sei auch dir Trost, wenn Glaubenszweifel in deinem Herzen aufsteigen. Mit Maria aus Magdala siehe den Herrn immer wieder neu in deinem Alltag. Finde den Auferstandenen auch in deinem Leben und in dieser Zeit. Du kannst ihm auch heute begegnen, vielleicht gerade dort, wo du es nicht vermutest.